Hi, da sind wir schon wieder. Eben nach Portal Knights, jetzt Far Cry Primal. Yeah! Und ich habe den Spielstand von zu Hause mitgebracht. Und wisst ihr warum? Weil ich nämlich schon 5,5 Stunden im Spiel bin. Und dann sieht man ein bisschen mehr bei dem Loser Colin, der außerdem heute gar nicht da ist. So, 5 Stunden gespielt, ich gehe ins Spiel und jetzt ist es nämlich ganz geil bei Far Cry Primal. Man sieht, was im Moment passiert. Guarbe di pacharis. Harsh, si balti jiguarish. Ma, ul, udams, winja, waicha, waika. Hawaicha salwa, takar, palhur, winja, laja, daus. Fuck right, Primal. Ja, wir müssen jetzt so ein kleines Squad versammeln und, unseren Buddy herausholen, der entführt wurde nämlich. 5 Stunden im Spiel. Ich habe aber tatsächlich auch ein paar Sidequests gemacht und ich dachte auch, wir machen jetzt mal ein bisschen mit Sidequests weiter, weil ich will Colin auch die Story nicht wegnehmen, weil ich glaube, er will das auch nochmal weiterspielen. Deswegen werden wir jetzt mal gucken, was hier noch für Quests auf uns warten. Ich habe tatsächlich auch, wenn ihr mal abcheckt hier, warte mal, was für geile Typen ich hier schon habe. Ich kann, das sind meine ganzen Kompagnons hier, die ich rufen kann. Also ich habe hier Dole, was ist ein Dingo? Ein Dole? Eine Dole? Ein Jaguar könnte ich rufen. Ein White Wolf. Ein Höhlenlöwen. Ein Säbelzahntiger und sogar den Bären. Ich weiß gar nicht, ob Colin diese coolen Tiere schon hatte. Ich hole mal meinen Bären. Guck mal, da hinten kommt er schon. Oh. Geil, ne? Und das sind alles schon meine Freunde, die ich jetzt auf die Gegner jagen kann. Ich streichle ihn mal für euch. Ey, bleib doch mal hier. Er will gar nicht von mir gestreichelt werden, ne? Normalerweise wollen das immer alle. Okay. Nein. Pet. Da, guck mal, das ist mein Bär hier. Mein kleiner Buddy. So, ich schicke ihn aber erstmal wieder weg. Und wir gucken mal auf der Karte, was wir als nächstes machen können. Hier wäre ein Bonfire Burning. Oh, hier ist ein Fragezeichen. Guck mal, Unknown Location. Ja, da gehen wir doch mal hin. Guck mal, wir sind so nah dran. Da machen wir uns mal einen Waypoint hin und dann laufen wir dort mal hin. Ist doch nicht so weit. Ich habe es schon ordentlich hochgelevelt. Alles und bin schon ganz schön gut. 100 Meter. Oh, oh, oh. Da höre ich doch schon Feinde. Nice. Stöcker mitnehmen. Stöcker kann man nämlich immer ganz gut gebrauchen. Oh fuck. Ein anderer Bär. Ich rufe mal schnell meinen Kumpel. Und schicke ihn gleich mal drauf. Dann helfe ich meinem Bären noch mit Pfeilen. Alter, geiler Bärpfeil. Guck mal, der andere hat Angst. Ja, komm, dann bleib hier. So, komm her. Der andere Bär geflohen, weil meiner noch ein bisschen krasser ist. Super. Was denn? Ist die Unknown Location. Hm. Oh, nicht runterfallen. Man sieht auf der Karte unten, dass da ziemlich viele Gegner in der Nähe sind. Ich habe auch ein bisschen Schiss, deswegen gucke ich mal eben. Denn ich habe nämlich auch eine kleine Eule am Start, die mir mit der Hunter's Vision mal ein bisschen die Gegner ausspionieren kann. Ich kann die jetzt auch damit angreifen. So, ich zeige es mal eben. Das ist ganz geil. Okay. So. Zack, schön von der Eule angegriffen und tot. So kann man nämlich auch Gegner töten. Einfach mit der Eule. Ich habe schon mal erzählt, mein Vater wollte gerne, dass ich mal Falkentrainer werde. Aber ich habe mich ein bisschen gesträubt, weil ich das ein bisschen zu komisch finden würde, wenn ich... Achso, das ist ja mein Kumpel. Ich dachte gerade schon, noch ein Bär. Wenn ich Falken trainieren würde. Was ist los, Mann?
Ne? Ich schicke die mal wieder weg. Ich brauche die nicht mehr. Ach so. Ja. Hä? So. Komisch. So, ich laufe jetzt mal ein bisschen los und guck mal, was hier bei der Secret Location war ja irgendwie nix. Hab ich auf jeden Fall. Check ich nicht so ganz, was da sein soll. Vielleicht unten. Das ist ein Kumpel. Oh, da kommt was. Ich finde es ganz geil, dass es hier so dicht besiedelt ist und dass dauernd irgendwelche Tiere vorbeikommen. Ich finde es echt ganz cool. Ah, ich brauche keine Stöcke mehr. So, jetzt ist die Eule auch wieder einsatzbereit. Hier im Dickicht ist aber gar nichts, wo dieses Fragezeichen ist. Ich mache mir mal einen anderen Waypoint. Ne? Hier ist ja scheinbar nichts Besonderes oder ich finde es einfach nicht. Ist jetzt auch nicht so spannend. Wir gehen mal weiter. Und zwar können wir mal gucken, wo ein bisschen was los ist. Also hier könnte ich mit Fast Travel überall hin. Wieso ist mal eine Mission raus? Die cool klingt, help, beim Beastkill helfen, das ist doch ganz geil. Dann gehen wir hier hin und helfen dann da oben beim Beastkill, würde ich sagen, oder? Das machen wir jetzt. Nice. Dabei trinken wir wie immer Tee. Hm. Das ging schnell. Da ist, wo war der denn jetzt der Beastkill? Ist der woanders? Hä? Ach doch, hier. Ist nur dieses Fragezeichen genau daneben. So. Waypoint hinmachen. So. ...90 Meter nach oben. Uiui. Ich finde auch die Landschaft ist einfach so abwechslungsreich. Eieiei. Wie das hin? Ja. Dass es echt Spaß macht, hier einfach ein bisschen lang zu laufen. Okay, 200 Meter noch. Was liegt da? Achso, das ist ein Hirsch. Und mir macht es tatsächlich sehr viel Spaß, sonst hätte ich auch nicht mit meinem Mitbewohner zusammen 5 Stunden gespielt und haben es ein bisschen abgewechselt. Und das macht echt Laune. Also das ganze Wochenende einfach, das wird immer wieder angeworfen und gespielt. Obwohl ich eigentlich viel bessere dran zu tun hatte. Oder viel wichtigere Sachen. Ah, jetzt muss ich da noch hoch. Shit. Ah, guck mal, eine neue Location. What the Kuba? Ah, okay, er will auf jeden Fall, dass wir mit ihm auf Jagd gehen. Das ist nämlich der. Warcha jartam guamarsch. Hursch guarmas. Mamasi damsi drabarsch. Tabalwantar. Usraumanim guama. Twarchawan. Brashtar. Ja, ich hol mal den Bären, will ich nicht. Ich hol mal den Säbelzahntiger dazu. Der ist nämlich auch ganz geil. Achso, der will gar nicht. Den machen wir mal raus. Hat er uns jetzt gesagt, wo wir hin sollen? Nee. Oder bin ich gerade blöd? Ach so, da nach oben natürlich. Entschuldigung. Es ist schon. Eieiei, Wildschweine. Es ist schon schön, oder? Also mal ganz ehrlich, wenn man hier einen Ball schießt, sieht es aus wie echt fast. Echt nett aus.
Glühwürmchen hier. So, wir machen jetzt Clash Kill, Final Kill Search, The Remains of Dangerous Enemies. Ja, das machen wir jetzt so. Oh. Das meine ich, man, es laufen immer irgendwelche, plötzlich irgendwelche Gegner an dir vorbei und du weißt überhaupt nicht. Oh, da laufe ich mal lieber nicht rum. Was Phase ist. Aber ich habe ja meinen Säbelzahntiger-Freund dabei. Kann einem eigentlich nichts passieren, ne? Vor Wildschwein habe ich auf jeden Fall nicht Angst. Ich habe noch nie Glühwürmchen echt gesehen. Ah, okay. Ubam warrior have hunted when ya, okay. Take out the Ulam leader and then search the body. Das kriegen wir doch hin. Tribal Clash Kill. So, und jetzt haben wir nämlich auch einen vernünftigen Waypoint. Ich weiß auch nicht, warum wir den eben von dem anderen Typen nicht bekommen haben. Vielleicht schicke ich nochmal meinen Beast. Ne, obwohl ich nehme ja mal mit. Ah, da kann er nicht runter. Ich schicke ihn mal weg, weil der lockt natürlich auch die Gegner an, beziehungsweise sehen die Gegner uns viel, viel schneller, wenn wir einen Buddy dabei haben. So, jetzt müssen wir ein bisschen uns vorsichtig heranpirschen. Am besten, wir gucken mal eben kurz. Mit der Eule. So, da sind ein paar Gegner. Da können wir runter. Lass die erstmal schnappen und da ist ja nichts anderes in der Nähe. Ne? Doch, da ist noch. Da ist noch was, aber den können wir vielleicht eben ausschalten. Zack! Gut, jetzt sind natürlich, sind hier gewarnt. Okay. Mein Bogen ist jetzt auch so gut, der macht, fliegt eigentlich relativ gerade. Also man kann eigentlich von hier gerade drauf auf den Kopf ziehen und der trifft eigentlich. Ich zeig's mal. Zack. Hm. Ah. Nein, ich bin zu dumm. Das hat er nicht gesehen. Aber egal. Zack, Headshot. Das war Glück, ne? So. Ah, da kommen noch mehr Gegner jetzt. Mein Säbelzahntiger. Alter, daneben ist neben mir, ist ja auch einer. Kann ich gesehen. Braucht man sich ja nicht mehr bücken, Mann. So. Jetzt müssen wir noch den Häuptling finden. Das ist er nicht. Holz. So, hier sind auf jeden Fall Fußabdrücke, das klingt. Das sieht schon mal gut aus. Mal kurz. Ich fackel doch mal eben. Oh, aus Versehen mein Säbelzahntiger abgefackelt. Und mich selbst auch noch. Na klasse. Wow! Was ist da denn drunter gefallen? Wie kommt das denn? Dumm.
War nicht ganz schlau, ne? Wir machen auf jeden Fall erstmal kurz Werbung und dann sehen wir uns gleich weiter mit Far Cry Primal. Und dann stelle ich mich mal ein bisschen klüger an hier und dann holen wir den Captain da raus in der Bude. Bis gleich.